Wer verwendet E-Zigaretten? In diesem Video befassen wir uns mit dem Thema, wer solche E-Zigaretten überhaupt verwendet. Diese Frage ist eigentlich ganz einfach und klar zu beantworten. E-Zigaretten verwenden hauptsächlich Raucher bzw. Ex-Raucher, die vom Zigarettenrauchen zum Dampfen umgestiegen sind. Dies hat natürlich mehrere Faktoren. Der größte Faktor, warum Raucher zum Dampfen umsteigen, ist der gesundheitliche Aspekt. Denn das Dampfen von E-Zigaretten ist wesentlich weniger schädlicher als das Rauchen einer herkömmlichen Tabakzigarette. Ein zweiter Faktor spielt auch eine Rolle, die Kostenfrage. Die aktuellen Zigarettenpreise steigen fast schon im halbjährlichen Takt und die Steuern erhöhen sich. Deswegen kann man sagen, wenn man vom Rauchen zum Dampfen umsteigt, erspart man sich langfristig bis zu 60% der Kosten. Das wären die zwei Hauptfaktoren, warum man zum Rauchen umsteigt, also zum Dampfen, vom Rauchen zum Dampfen umsteigt. Erstens ein gesundheitlicher Aspekt und zweitens der Kostenfaktor. Wir bekommen zu uns in dem Shop sehr viele Kunden, die von Lungenfachärzten empfohlen werden auf das Dampfen, weil sie COPD haben oder was auch immer, Probleme mit der Lunge, und deswegen steigen sie vom Rauchen aufs Dampfen um, da es einfach die beste Alternative am Markt ist. Ganz wichtig ist, wenn man vom Rauchen zum Dampfen umsteigt, sollte man sich gut beraten lassen. Das ist der wichtigste Punkt in der ganzen Umstiegsphase. Eine gute Beratung macht die halbe Miete aus. Wir empfehlen jedem Umsteiger vom Rauchen zum Dampfen ein MTL-System. Also das ist für Einsteiger das beste System am Dampfermarkt, da das Dampfen dem Rauchen ähnelt. Sprich, MTL bedeutet Mouth to Lung. Man zieht den Dampf zuerst in den Mund und dann in die Lunge, so wie man es beim Rauchen auch gewohnt ist. Das Weitere ist natürlich die Kostenersparnis. Wir haben auf unserer Webseite im Online-Shop unter der Rubrik Hilfe ganz oben einen Kostenvergleichsrechner. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, wie viel er sparen würde, wenn er vom Rauchen zum Dampfen umsteigt. Also aufs Jahr gesehen wäre das ein schöner Urlaub, den man sich hier ersparen könnte. Natürlich auch der Gesundheitsfaktor spielt eine sehr große Rolle. Wie wir wissen, gibt es bereits für das Rauchen mehrere Studien, aber auch schon für das Dampfen. Die Dampferstudien haben wir euch in unserem Blogartikel hinterlegt. Hier könnt ihr genau sehen, dass das Dampfen von einer E-Zigarette wesentlich weniger schädlicher ist als das Rauchen einer herkömmlichen Tabakzigarette. Denn in der Tabakzigarette sind mehrere hunderte krebserregende Stoffe, die durch das Verbrennen des Tabaks freigesetzt werden. Also Rauchen ist sehr, sehr gesundheitsschädigend, und da gibt es eben Stoffe drinnen wie Teer und andere größere Schadstoffe, die nachweislich krebserregend sind. Im Liquid der E-Zigarette sind höchstens vier Stoffe. Das ist erstens das Propylenglykol, das Glycerin. Beide findet man in Lebensmitteln oder Gesundheitsprodukten wie Cremen, Zahnpasta und. Dann noch Wasser. Wasser, warum ist Wasser im Liquid? Ganz einfach, um die Mundschleimhäute nicht so schnell austrocknen zu lassen. Und der wesentliche Punkt für Raucher wichtig ist das Nikotin. Das Nikotin ist dafür da im Liquid, dass es den Wohlfühleffekt im Brustkorb erzeugt. Dieses die Mama kommt, wir kennen das alle von früher. Wir sagen dazu Befriedigungsgefühl oder Flash-Effekt. Das ist das Nikotin, das es erzeugt. Warum ist
E-Zigarette die beste Alternative, ganz einfach, weil es den Rauchen einer Zigarette am ähnlichsten kommt. Man hat sein Befriedigungsgefühl, man hat seine Haptik, also man nimmt jedes Mal seine E-Zigarette zum Mund und lässt dann zieht an und lässt wieder los. Also deswegen ist auch der Umstieg für Raucher leichter zum Dampfen, zum Umzusteigen. Ja, das ist im Großen und Ganzen, wer verwendet E-Zigaretten? Kurz zusammengefasst, Raucher bzw. Ex-Raucher verwenden E-Zigaretten hauptsächlich und ersparen sich mit dem Umstieg 60% der Kosten, die die bei der Zigarette haben. Und natürlich anhand der Studien kann man selber sehen, Dampfen ist wesentlich weniger gesundheitsschädigender als das Rauchen einer Tabakzigarette. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen und bis zum nächsten Mal.